Aber ist euch auch wohl, Vater? Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen? Die Post ist angekommen. Ein Brief von unserem Korrespondenten aus Leipzig. Nachrichten von meinem Sohn. So ist es. Nachrichten von Karl. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich eurer Gesundheit... Seid ihr auch wirklich ganz wohl, mein Vater? Wie kommst du zu dieser Besorgnis? Du hast mich bereits zweimal gefragt. Wenn ihr krank seid, nur die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so lasst mich. Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper. Was werde ich hören? Ihr kennt unseren Korrespondenten, seht. Leipzig vom 1. Mai. Verwende mich nicht eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann, liebster Freund. Nimmermehr wäre meine unschuldige Feder an dir zur Tyrannin geworden. Ich kann es aus 1000 Briefen von dir ablesen, wie sehr Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen. Mir ist, als sähe ich dich schon in den Nichts, den abscheulichen, seht Vater, ich lese euch nur das Glimpflichste, den abscheulichen in 1000 Tränen ergossen. Mir ist, als sähe ich schon deinen Vater totenbleich. Vater, ihr seid's noch, ehe ihr das Mindeste wisst. Weiter! Totenbleich in seinem Stuhl. Gestern um Mitternacht hatte dein Bruder den großen Entschluss, nach 40.000 Dukaten Schulden, ein hübsches Taschengeld, Vater, nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers all hier entehrt und ihren Galan im Duell auf den Tod verwundet, mit 7 anderen, die er mit in sein Lotterleben gezogen, den Arm der Justiz zu entlaufen. Vater, wie wird euch? Hör auf, es ist genug. Ich schone eurer Mann. Man hat ihm Steckbriefe nachgeschickt. Ein Preis ist auf seinen Kopf ausgesetzt. Der Name Mohr. Nein, meine unschuldigen Lippen sollen nimmermehr einen Vater ermorden. Glaubt ihm nicht, Vater? Glaubt ihm keine Silbe. Ahnte mir es nicht, da er ein Knabe noch den Mädels so nachschlenderte, den Anblick der Kirche wie ein Missetäter das Gefängnis floh und die Pfennige, die er euch abquälte, dem ersten besten Bettler in den Hut warf, während dass wir daheim uns mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern erbauten. 100 Mal habe ich euch geweissagt, meine goldene Aussicht. Das weiß ich wohl. Das ist es ja, was ich eben sagte. Der feurige Geist, der in dem Bub lodert, sagte ihr immer. Und all die Tugenden, die am Vatersöhnchen keimten, werden dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen. Seht ihr es nun, Vater? Der feurige Geist hat sich entwickelt, ausgebreitet, herrliche Früchte hat er getragen. Vielleicht. Oh, Vater, Vater! Seht euch nach einem anderen Namen um, sonst deuten Krämer und Gassenjungen mit Fingern auf euch, die euren Herrn Sohn auf dem Leipziger Marktplatz... Und auch du, mein Sohn! Auch du. Ihr seht, ich kann auch witzig sein, doch mein Witz ist skorpionstich. Und dann der trockene Alltagsmensch. Der kalte,
hölzerne Franz und wie all die Titelchen heißen mögen, die der Kontrast zwischen mir und ihm euch mochte eingegeben haben. Auf Knien dank ich dir, Onkel. Ich, der kalte, trockene, hölzerne Franz, dass ich nicht bin wie dieser. Ich gönne nicht auf einen Vater, der sich in seinem Plan betrogen findet. Nun, sagt mir einmal, Vater, wenn ihr diesen Sohn nun nicht mehr den euren nennen müsstet, ihr wärt ein glücklicherer Mann, wenn ihr euch dieses Sohnes nun entäußertet. Franz, was sagst du? Nicht Fleisch und Blut. Das Herz macht uns zu Vätern und Söhnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr. Er ist euer Augapfel gewesen bisher. Nun aber, ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so weiß es aus. So spricht die Gottheit. Du meinst, ich soll meinen Sohn verfluchen? Nicht doch, euren Sohn sollt ihr nicht verfluchen. Das heißt ja euren Sohn. Bedenkt, Vater, wenn ihr ihn nun seinem Elend auf einige Zeit preisgeben würdet, wird er nicht umkehren müssen und sich bessern? Oder er bleibt auch in der großen Schule des Elends ein Schurke? Und dann? Wehe dem Vater, der die Ratschlüsse einer höheren Vernunft durch Verzärtelung vernichtet! Ich will ihm schreiben. Da tut ihr recht und klug daran. Ich will ihm schreiben, dass ich meine Hand von ihm wende. Das wird eine heilsame Wirkung tun. Dass er nimmer vor meinen Augen kommt. So ist's richtig. Ist er anders geworden? Schon recht. Ich will ihm auf der Stelle schreiben. Ein Wort noch, Vater. Die Entrüstung möchte euch, fürchte ich, zu harte Worte in die Feder werfen. Darum wird's besser sein, ihr überlasst das Schreiben mir. Tu das, mein Sohn. Aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Wollt ihr euch nicht zur Ruhe bringen? Schreib ihm, dass meine väterliche Brust... Ich sage dir, Franz, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Tröste dich, da müsste ich schon ein erbärmlicher Stümper sein, wenn ich es nicht so weit gebracht hätte, den Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen. Das Schoßkind ist weg, der Wald ist heller. Ich muss diesen Brief vollends aufheben, vielleicht könnte jemand meine Handschrift erkennen. Und ihr muss ich diesen Karl auch noch aus dem Herzen reißen. Ich habe große Rechte, gegen die Natur ungehalten zu sein. Und ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekommen?
Warum nicht der erste? Warum mir diese Bürde? Wer hat der Natur die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Doch, halt. Ich tue dir Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit. Wozu ich mich machen will, das ist nun allein meine Sache. Jeder hat das gleiche Recht zum Größten und zum Kleinsten. Anspruch und Ausspruch. Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Überwältiger und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, den alles fürchtet. Er ist dein Vater. Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut. Also sei er dir heilig. Eine schlaue Konsequenz. Da möchte ich doch fragen, warum hat er mich gemacht? Doch nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden sollte. Hat er mich gekannt, bevor er mich machte? Oder hat er an mich gedacht, da er mich machte? Oder hat er mich gewünscht, wie er mich machte? Das wollte ich ihm nicht raten, sonst möchte ich ihn dafür strafen, dass er mich doch gemacht hat. Wo ist denn nun das Heilige? Also mutig ans Werk. Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, damit ich mir mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit übrig. Ja, ekelt vor diesem winzig lechzenden Säkulum, wenn ich lese vom großen Menschen. Der lohe Lichtpunkt der Prometheus ist ausgebrannt. Wie ist doch das hier? Der Schein auf des Schlappekastratenjahrhundert. Zu nichts nütze, als die Taten der Vorzeit wiederzutreuen. Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Gans bluten sehen und klatschen in die Hände, wenn ihr Nebenbuhler bankrott von der Börse geht. Hölle und Teufel! Und um so ein paar tausend Leute. Nein, ich mag nicht dran denken. Ich soll meinen Willen schnürenden Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was arger Flug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit blutet Kolosse aus. Bravo, bravissimo, Moa, ich will dir was ins Ohr sagen, was schon lange mit mir umgeht. Du bist der Mann, der du saufst, Bruder, saufst. Na, Kamerad, mit den Narrenstreichen ist nun am Ende. So, du wirst doch nicht gerade den verlorenen Sohn spielen wollen. Soll ich dir von dem großen Mundstein sagen? Na, falls du, sei es, dass du mich dran erinnerst. So, lass uns erst mal in die große Welt kommen. Paris und London. Wart, wie man Handschriften nachmacht, Würfel verdreht und Schlösser aufbricht. Das sollst du noch von Spiegelberg lernen. Du bist ein Narr. Spiegelberg wird es heißen. Kannst du helfen in Spiegelberg? Es ist schade, dass du kein General geworden bist. Spiegelberg wird der König sein. Glück auf den Weg. Steig du nur auf Schandsäulen zum Gipfel des Ruhms. In den Schatten meiner väterlichen Heine. In den Armen meiner Amalia lockt mich ein edler Vergnügen. Schon vorige Woche habe ich meinen Vater um Vergebung geschrieben. Hab ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen. Und wo Aufrichtigkeit ist, ist doch Mitleid und Hilfe. Lass uns Abschied nehmen. Wir sehen uns heute und nie mehr.
Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern. Ihr wisst auch, dass man uns auskundschaftet, dass wir keinen Augenblick sicher sind, ausgehoben zu werden. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will. Seid ihr nicht Schweizer, kein Brief, den sie an mich hätte? Schon lange sucht. Herr Boetti, den Brief! Meines Bruders Hand. Was treibt Spiegelberg denn da? Hey, Spiegelberg! Spiegelberg! Hey. Labou, du Labi! Schmort! Das ist ein schöner. Lass uns sehen! Unglücklicher Bruder! Der Anfang klingt lustig. Du sollst hingehen, lässt dir der Vater sagen, wohin dich deine Schandtaten führen. Auch sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu deinen Füßen zu erwimmern. Das sind deine eigenen Worte. Er befiehlt mir, den Brief zu schließen. Ich bedauere dich, leb wohl auf ewig. Ganz von Humor. Mein zuckersüßes Brüderchen. Sonst hört die Kanal. Mein schönes Leben. Da habe ich anders für euch gesorgt. Sagt es nicht. Ich muss aber nicht für euch alle denken. Aber was ist uns aus dieser Verleihung? Mehr nicht. Zu Helden sag ich euch, zu Fürsten, zu Göttern werd ich euch machen. Das ist viel. Den Kopf wird mindestens kosten. Es will nicht als Mut. Denn was den Witz betrifft, nehmt ihr nicht ganz über mich. Mut, sag ich. Mut, wenn's nur das ist. Also denn, wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen. Dort eine Räuberbande zusammenziehen. Was ist, was kackt ihr mich so an? Ist euer bisschen Mut schon verdammt? Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen hinweggesehen hat. Und doch, was hätten wir sonst für eine Wahl übrig? Was ihr für eine Wahl habt? Nichts habt ihr zu wählen. Wollt ihr im Schutzturm stecken? Wollt ihr euch mit Hau und Schaufel um ein bisschen trocken Brot abquälen? Wollt ihr an der Leute Fenster ein mageres Almosen erpressen? Da könnt ihr wählen. Da ist das Balsam, was ihr wählen könnt. So Unrecht hat Spiegelberg eben nicht. Du bist ein Meisterredner, wenn es darauf ankommt, aus einem ehrlichen Mann einen Halunken zu machen. Aber sag doch mal einer, wo der Mohr bleibt. Meinst du, du bist nachher weniger ehrlich, als du jetzt bist? Was heißt es so ehrlich? Reichen Filzen einen Drittteil ihrer Sorgen vom Hals zu schaffen? Das stockende Geld wieder in Umlauf bringen? Das Gleichgewicht der Witter wiederherzustellen? Dem lieben Gott von so manchem lästigen Kostgänger befreien und in Krieg, Pestilenz, teure Zeit und Doktores ersparen. Das heißt ich ehrlich sein. Das heißt ich ein würdiges Werkzeug in der Hand der Vorsehung abgeben. Meisterlich, Spiegelberg, wirklich meisterlich. Dein Vorschlag ist gut. Du hast mich geworben. Wer am meisten bietet, der hat mich. So auch du? Also, verpfänd dich deine Seele in den Teufel. Und deinen Namen den Sternen. Kommt, Kameraden. Sachte. Was? Auch die Freiheit muss ihren Namen haben. Ja. Roller sagt
und Mörder. Räuber. Und Mörder. Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt. Menschen haben Menschheit von mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Ich habe keine Liebe mehr. Ich habe keinen Vater mehr. Tretet her um mich, ein jeder! Und schwört mir treu und gehorsam bis in den Tod! Schwört mir das! Wir schwören dir! Wir schwören dir! Wir schwören dir treu und gehorsam! Wir schwören dir treu und gehorsam! Wir schwören dir treu und gehorsam bis in den Tod! Wir schwören dir treu und gehorsam! Nun auch ich schwöre euch hier, treu und standhaft, euer Hauptmann zu bleiben bis in den Tod. Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der zagt oder zweifelt oder zurücktritt. Ein gleiches widerfahren mir von jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verletze. Seid ihr zufrieden? Na, dann kommt schon, lass mich gehen! Zu Werke gehen müssen, um diese friedliche Einheit der Seele mit ihrem Leibe zu stören? Welche Art von Empfindungen werde ich wählen müssen? Zorn. Dieser heißhungrige Wolf frisst sich zu schnell satt. Sorge. Dieser Wurm nagt mir zu langsam. Schreck! Was kann der Schreck nicht? Was vermögen Vernunft und Religion wider dieses gigantische eisige Maul? So fand ich dieses zerbrechliche Leben an. Der Plan ist fertig, kunstvoll, zuverlässig, sicher. Wohl an den. Ha! Deus ex machina! Hermann! Zu euren Diensten? Die du keinen Undankbaren erweist. Ich hab Proben davon. Du sollst mehr haben, Hermann. Mit Nächstem! Ich kenne dich, Hermann. Du bist selbstsicher, standhaft. Und mein Vater hat dich sehr beleidigt, Hermann. Der Teufel hole mich, wenn ich das vergesse. Höre, Hermann, du weißt, dass ich mir dein Schicksal zu Herzen nehme als redlicher Freund.
G. G. Kleide dich um. Kleide dich um. Mach dich ganz unkenntlich. Mach mich unkenntlich. Lass dich bei meinem Vater melden. Beim Vater melden. Gib vor, du kämest geradenwegs aus Böhmen. Aus Böhmen? Hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt. Bruder, Prag? Hättest ihn auf der Wahlstatt den Geist aufgeben sehen. Den Geist aufgeben? Tot? Ja. Wird man mir glauben? Dafür lass mich sorgen. Nun mach, dass du fortkommst und ungesehen die Katastrophe dieser Tragikomödie überlassen mir. Der Vater misst sich den Tod des Sohnes bei und er kränkelt. Er wird die Nachricht nicht überleben. Dann bin ich Herr. Vater, ja. Da ist jemand. Ihr seid der Vater Karls von Mohr. Woher weißt du das? Ich kannte euren Sohn. Was für einen Sohn? Du kennst ihn, hast du gehört, er hat Kraft. Sprich doch! Er studierte in Leipzig. Von dort aus zog er, ich weiß nicht wie weit herum. Er durchschwärmte Deutschland und, wie er mir sagte, er bettelte sein Brot vor den Türen. 5 Monate darauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Österreich wieder aus. Und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog er nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er, dass ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helden. Ich habe keinen Vater mehr. Man gab ihm eine Fahne, er ging den preußischen Siegeszug mit. Er sprach viel von seinem Vater. Von besseren vergangenen Tagen, von veralteten Hoffnungen. Ich darf euch sagen, euer Sohn hat Wunder vor den Augen gehabt. Bist du gekommen, um unserem Vater den Todesstoß zu versetzen? Es war der letzte Wille meines sterbenden Kameraden. Sag ihm, ja. Sein Fluch hätte mich gejagt im Kampf. Und tot, ich sei gefallen in Verzweiflung. Sein letzter Seufzer war Amalia. Mein Fluch hat ihn gejagt in den Tod. Gefallen in Verzweiflung. Vater, mein Bruder, hier ist dein Porträt. Es gleicht diesem Fräulein auch ein Haar. Dies soll mein Bruder Franz, sagte er. Ich weiß auch nicht, was er damit sagen wollte. Mir? Amalias Porträt? Mir? Scheiße, bestohlen, ein Krüger! Aber das bin ich nicht, mein Fräulein. Seht selbst, dass es euer Porträt ist. Ihr mögt ihm wohl recht gegeben haben. Das ist deine, Amalia. Steh ich nicht auf. Leb wohl. Bleib! Bleib! Was waren seine letzten Worte? Amalia. Nein, du bist kein Betrüger. So ist es wahr. Wahr. Er ist tot. Ja,
Gib mir meinen Sohn wieder. Wer hat ihn denn gejagt in Kampf und Tod und Verzweiflung? Es ist leichter morden als lebendig machen. Wagt es, sterbt, verzweifelt. Hauptmann, wir sind umzingelt! Er klingt wie in einem Ring und rollt! Wo ist der Hauptmann? Er verlässt uns in der Not! Wir gehen nicht mehr als
entwischen? Entwischen? Da kommt er! Ich habe sie vollends ganz einschließen lassen. Jetzt müssen sie kämpfen, die Verzweifelte. Nun geht's! Wir sind verloren. Oder wir müssen kämpfen wie angeschossene Eber. Ladet alle Gewehre, es fehlt doch an Munition nicht. Ist das das Drachene? Ich bin ein Diener der Kirche. Und draußen stehen 1700, die jede Frau auf meinen Städten gewandt. Kamerad, schweig! Sagen Sie kurz, Herr Pater, was haben Sie hier zu tun? Mich sendet die hohe Obrigkeit, ihr Diebe, ihr Mordgelobte. Kamerad, du verdirbst ihm doch das Konzept. Er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt. Aber nur weiter, Herr Pater, was wollten Sie denn weiter sagen? Ihr Diebe, ihr Mordbrenner. Und du, ihr Hauptmann, der 1070 hinab in die Verdammnis zog. Sehr wahr, nur weiter. Was sehr wahr? Wie, mein Herr? Darauf haben Sie sich noch nicht gefasst gemacht. Aber nur weiter, Herr Pater. Entsetzlicher Mensch, hebe dich weg von mir. Hast du nicht mit diebischen Händen das Heiligtum des Herrn durchbrochen und Feuerteile in unsere gottesfürchtige Stadt geworfen? Meisterlich geraten bisher. Aber zur Sache. Was lässt mir der hochlöbliche Magistrat durch Sie kundmachen? Was du nie wert bist zu empfangen. Schau um dich! Wo dein Auge hinsieht, bist du umzingelt von unseren Reitern! Hier ist kein Raum zum Entrennen mehr! Hörst du es wohl, Schweizer? Aber nur weiter, Herr Brache! Höre denn, wie gütig, wie langmütig das Gericht mit dir verfährt! Wirst du jetzt gleich zu Kreuze kriechen und um Gnade flehen, so soll dir die Strafe bis auf die Hälfte erlassen sein! Hast du es gehört, Hauptmann? Soll ich? Auf dir kein Ein anzurühren! Sehen Sie, Herr Pater, hier stehen Kämpfer, deren Hauptmann ich bin. So redet Mohr, der Mordbrenner-Hauptmann. Wahr ist's, ich hab euren Reichsgrafen erschlagen, eure Dominikuskirche angezündet und geplündert, hab Feuerbrände in eure Bigottesstadt geworfen. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch mehr getan. Bemerken Sie die Ringe, die ich an meinen Fingern trage? Diesen hier zog ich einem Minister vom Finger, den ich zu den Füßen seines Fürsten niederwarf. Er hatte sich aus dem Pöbelstaub zu einem ersten Günstling emporgeschmeichelt. Diesen hier zog ich einem Finanzrat ab. Er hatte Ehrenstellen und Ämter an die Meistbietenden verkauft. Diesen hier trage ich einen Pfaffen zu Ehre, den ich mit eigener Hand erwürgte, als er auf offener Kanzel geweint hatte, dass die Inquisition so in Zerfall käme. Hört ihr's wohl? Kann ein Mensch denn so blind sein? Da predigen sie die Liebe des Nächsten und fluchen den 80-jährigen Blinden von ihren Türen hinweg. Schafft ihn aus meinen Augen! Dass ein Bösewicht doch so stolz sein kann! Jetzt will ich stolz reden. Geh hin und sag dem hochlöblichen Gericht, das über Leben und Tod würfelt. Ich bin kein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört. Was ich getan habe, werde ich ohne Zweifel einmal im Schuldbuch des Himmels lesen. Sag ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung. Rache ist mein Gewerbe. Du willst also nicht? Gut, mit dir bin ich fertig. Na dann, hört ihr zu. Wo hört denn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen tut, wenn ihr sofort diesen verurteilten Missetäter gebunden überliefert, so soll euch die Strafe bis an das letzte Andenken erlassen sein. Bindet ihn und ihr seid frei. Hört ihr es wohl? Was steht ihr verlegen da? Sie bieten euch Freiheit und ihr seid wirklich schon ihre Gefangenen. Sie wissen, dass ich es bin, der euch empört und erbittert hat. Euch halten sie für unschuldig. Mich allein wollen sie haben. Ist es nicht so, Herr Pater?
und gar noch mit den Waffen durchzureisen? Oder schmeichelt ihr euch wohl gar, als Helden zu fallen, weil ihr saht, dass ich mich auf Getümmel freute? Glaubt das nicht. Ihr seid nicht Moor. Ihr seid heillose Diebe. Elendige Werkzeuge meiner größeren Pläne. Diebe können nicht fallen, wie Helden fallen. Es ist unverzeihlich. Ich danke euch mein Leben nicht. Ich schäme mich eures Opfers. Hat man je von so etwas gehört? Oder fürchtet ihr wohl, ich werde mich selbst erschießen und durch einen Selbstmord den Vertrag vernichten, der nur an einem Lebendigen haftet? Nein. Hier werfe ich meine Waffe weg. Oder glaubt ihr, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich binden wollt? Nur zu! Bindet mich! Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Not verlässt? Das ist ein Hund, der ist gerade mit Aufwand! Das ist ein Hauptmann! Ja. Willst du denn ewig klagen? Amalia, lass die Toten schlafen und mache die Lebendigen glücklich. Ich komme... Und wann gehst du wieder? Amalia, ich will dir sagen, dass... Ich muss wohl hören. Franz von Moor ist der gnädige Herr geworden. Ja. Maximilian ist schlafen gegangen in der Vätergruft. Ich bin jetzt Herr, aber ich möchte es vollends. Ganz sein, Amalia. Du weißt, was du unserem Hause warst. Du warst gehalten wie Moors Tochter. Die Liebe des Vaters musst du an den Söhnen belohnen und Karl ist tot. Staunst du? Schwindelt ihr? Du hast mein Leben ermordet! Und Amalia soll's gemahlen, nein, du! Nicht so ungestüm, allergnädigste Prinzessin! Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er befehlen! Du Befehle, mir Befehle! Und wenn man den Befehl mit hohen Lachen zurückschickt... Das wirst du nicht. Noch mal, ich will dich an den Haaren, ich hab keinen Schleifen gesehen! Dieses Sträuben mit meinen Triumphieren. Komm mit, Amalia. Ich glühe vor Sehnsucht. Gleich sollst du mit mir gehen. Verzeih mir, Franz. Siehst du, was ich nun aus dir machen kann? Einmal. Und dieser Schwalbe! Wie mir wohl ist,
Fräulein Amalie. Was störst du mich? Verzeihung, ich habe euch sehr beleidigt. Steh auf, geh. Nein, bleibt. So eine Antwort. Soll ich alle eure Ruhe zurückgeben? Sei still. Wie? Karl lebt noch. Du lügst. Karl lebt noch. Karl lebt noch. Auch euer Oheim lebt noch. Karl lebt noch. Auch euer Oheim lebt noch. Karl lebt noch. Verratet mich nicht. Karl lebt noch. Hier. Hier muss ich liegen bleiben. Es wird alles zugrunde gehen. Wie soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das fehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? Oder ist hier die Mark seiner Bestimmung? Ja, ich kenne sie nicht. Du hast gut gesagt und noch besser getan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest. Ich habe die Menschen gesehen, ihre Bienensorgen, ihre Riesenprojekte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit, dieses bunte Lotto des Lebens. Und am Ende war kein Treffer darin. Es ist ein Schauspiel. Wie herrlich die Sonne dort untergeht. Ja, Freunde. Diese Welt ist so schön und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde, dass alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens so verschwistert, die ganze Welt eine Familie und ein Vater dort oben, meiner nicht. Ich allein, der Verstoßene, ich allein ausgemustert, umlagert von Mördern, angeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden. Trink, Hauptmann. Ja, Kinder, es war ein heißer Nachmittag. Und nur ein Mann verloren. Mein Roller starb einen schönen Tod. Wie viel waren es noch von den Feinden, die liegen blieben? 300 Mann. 300. Für einen. Das war meine Seele liebt! Ich will euch niemals verlassen! Du weißt nicht, ob du dich noch glücklich ich denn. Will euch niemals verlassen! Und ich will euren Hauptmann, den großen Grafen von Moor. Du bist's. Wie ist dein Name? Kosinski. Ich bin hierher gereist mit dem festen Entschluss, unter dir zu dienen. Wenn du meine Dienste annehmen willst, ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlag mir es nicht ab. Jeden Mord, den du mich begehen hast, will ich verantworten. Ich rate dir, lern erst die Tiefe eines Abgrundes kennen, bevor du hineinspringst. Nein! Wenn du in der Welt noch eine einzige Freude zu erhaschen weißt, es könnten Augenblicke kommen,
Du trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschen. Nein, doch, so lief die Geschichte meines Unglücks. Ein böhmischer Edelmann, ansehnliches Rittergut, mein Engel, ein Mädchen, nahm den Trauring aus meiner Hand. Dein Mädchen hieß auch Amalia? Ja, was? Warum? Was? Ich muss sie sehen! Komm! Komm nach Franken! Komm! Oh, oh, jetzt noch! Geh! Und melde mich Amalia! Du weißt doch noch, was du zu sagen ja. hast! Ich, euer Reitknecht, sorgt nicht. Ich will meine Rolle schon spielen. Lebt wohl. Hier warst du so glücklich. Und nun? Da liegen die Trümmer deiner Entwürfe. Warum bin ich hierher gekommen? Nein, nein, ich gehe in mein Leben zurück! Sie nicht sehen. Nicht einen Blick. Sehen muss ich sie, muss ich ihn, Vater! Gewiss, sein Bildnis war immer lebendig in mir, dieser ist's nicht. Erraten, er war der Ahnherr des gräflichen Hauses. Dieser ist's nicht. Dieser auch nicht, er ist nicht unter ihm. Wie? Ich dachte, Sie kennten ihn. Ich kenne meinen Vater nicht besser. Ihm fehlt der sanftmütige Zug um den Mund, der ihn aus Tausenden kenntlich macht, er ist es nicht. Ich erstaune. So lange nicht gesehen und noch. Dieser ist! Ein vortrefflicher Mann. Vater, vergib mir. Ja, ein vortrefflicher Mann. Sie scheinen viel Anteil an ihm. Und wer sollte dahin sein? Dieser Graf? Ich sollte ihn kennen. Es ist so was oft Gesehenes in seinem Gesicht. Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn. Lässt sie nicht schmachtende Blicke auf den Körper umkreuzen, mit denen sie sonst gegen alle Welt so geizig tut. Ein vortrefflicher Mann. Und er sollte dahin sein. Er ist ein Stümper, der sein Werk nur auf die Hälfte bringt und dann weggeht. Und die haben sie auch schon gegen mich aufgewiegelt. Fang ich doch nicht an. Stell es hierher. Den Becher etwas zu mir. Sieh mir fest in die Augen.
Was hast du getan? Ich sehe. Trink dieses Wasser aus. Was hast du ins Wasser geworfen? Was? Ich ins Wasser? Gift hast du ins Wasser geworfen. Raus damit. Wer hat's dir gegeben? Ich war der Graf. Dieser Graf hat's dir gegeben. Der Graf hat mir nichts gegeben. Nichts? Und was steckst du dir denn so beisammen? Er und du und Amalia. Und was flüstert ihr immer so zusammen? Raus damit. Was für Geheimnisse hat er dir anvertraut? Er hat mir keine Geheimnisse anvertraut. Was für Kabale habt ihr angezettelt, mich aus dem Weg zu räumen? Mich im Schlaf zu erdrosseln? Gesteh, ich weiß alles. Ich sage die reine Wahrheit. Für diesmal will ich dir verzeihen. Aber er steckte dir gewiss Geld zu. Er drückte dir die Hand stärker, als der Brauch ist, so etwa, wie man sie einem alten Bekannten zu drücken pflegt. Niemals. Er sagte dir, dass er dich schon kenne, dass du ihn fast kennen solltest, dass... Davon sollte er dir nie gesagt haben. Nicht das Mindeste. Dass gewisse Umstände ihn abhielten, dass er sich rächen wolle. Nicht einen Laut. Was? Besinne dich recht. Er sagte, dass er den alten Herrn sehr genau, besonders genau gekannt, dass er ihn liebe, ungemein liebe, wie einen Sohn liebe. Etwas dergleichen. Erinnere ich mich, von ihm gehört zu haben. Hat er wirklich? Er sagte, er sei mein Bruder? Nein, das sagt er nicht. Doch wie das Fräulein in der Galerie herumführte, stand er beim Porträt des seligen Herrn plötzlich still. Ein vortrefflicher Mann. Ja, gab er zur Antwort. Ein vortrefflicher Mann. Höre, du weißt, ich bin immer ein gütiger Herr gegen dich gewesen. Und ich hab euch immer redlich gedient. Du hast in deinem Leben noch keine Widerworte gegeben, denn du weißt gar zu wohl, dass du mir Gehorsam schuldig bist. In allem, was ich dich heiße. In allem. Von ganzem Herzen. Solange es nicht gegen Gott und mein Gewissen geht. Bei deinem Gehorsam befehle ich dir, morgen darf der Graf nimmer unter den Lebendigen wandeln. Hilf, heiliger Gott! Weswegen? Bei deinem blinden Gehorsam. Und an dich werde ich halten. An mich? Was hab ich denn böses getan? Dein Schicksal steht in meiner Hand. Willst du dein Leben im tiefsten meiner Türme verbringen? Oder willst du lieber Ruhe haben? Was, Herr? Ruhe, dein Totschläger. Antwort auf meine Frage. Ja oder nein? Nein. Gut. Du sollst... Erbarmen, Herr Erbarmen. Ich war immer ein treuer Diener. Ich habe eurem Haus gedient, treu und redlich. Ja oder nein? Ich will euch einschließen in meine Mord- und Abendgebete. Gehorsam ist besser. Aber ein Unschuldiger... Bin ich dir etwa Rechenschaft schuldig? Darf das beide den Henker fragen, warum dahin und nicht dorthin? Aber sieh, ich biete dir eine Belohnung. Ich hoffe, Christ bleiben zu dürfen. Bedenke es recht. Das äußerste Glück oder das höchste Unglück. Ich will Wunder tun im Paladin. Ich will's tun. Morgen werde ich's tun. Die Versuchung war stark. Und sie war wohl nicht zur Märtyrerin des Glaubens geworden. Es
kommt ja alles nur darauf an, wie man davon denkt. Und der ist ein Narr, der wieder seine eigenen Vorteile denkt. Mord! Was für eine Hölle von Furien um das Wort flattert. Es war etwas und wird nichts. Heißt das nicht etwa so viel wie es war nichts und wird nichts und um nichts wird kein Wort mehr gewechselt? Der Mensch entsteht aus Morast und wartet eine Weile im Morast und macht Morast und gärt schließlich wieder zusammen im Morast, bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels kleben bleibt. Und somit glückliche Reise, Herr Bruder. Das Gewissen wird bei mir nimmer mehr auf jetzt kommen. Gnädige Fräulein! Gnädige Herr! Hast du sie gesehen? Ja. Wo ist sie? Ich weiß, was zu bitten. Es ist sehr geklärt, was willst du denn? Nicht viel und alles zu wenig und doch... Nein, viel. Das sollst du nicht! Karl! Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ja, lacht nur. Lacht nur. Mich will man nicht kennen. Da tut man blend so viel nehmen. Ja, ich will's nicht weiter verhehlen. Ich bin Karl, dein verlorener Sack. Was macht Amalia? Ihr müsst überleben, ihr müsst sterben vor Freude. Sie vergaß mich nicht. Vergessen? Euch vergessen? Oder hättet ihr sollen dabei sein? Hättet mit ansehen sollen, wie sie sich gewehrt hat, die Zeit im Kampf, ihr werdet gestorben. Der gnädige Herr, euer Bruder aus Streunis. Was sagst du da? Und mein Bruder? Ja, der gnädige Herr, euer Bruder. Doch, ich will mit anderen mal lernen und erzähl uns Zeit dazu. Halt! 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 Sie darf's nicht wissen! Darf keiner wissen! Auch mein Bruder nicht! Nein! Nein, euer Bruder, das müsst ihr wissen, ehrlich! Betrogen! Betrogen! Nicht du, Vater! Angeschwärzt von ihm! Verfälscht! Unterdrückt meine Briefe! Es hätte mich einen Fußfall gekostet. Ich hätte glücklich sein können. Ich bin ein Mörder durch einen abscheulichen, schleichenden, unbegreifenden Bösewicht. Amalia,
man kann nicht entreißen. Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten. Sieh da, gnädiges Fräulein. Und traurig. Und eine Träne auf diesem Bild. Wer ist denn der Glückliche? Darf ich? Nein. Ja. Nein. Und verdient er diese Vergötterung? Wenn Sie ihn gekannt hätten. Er ist nicht mehr. Er segelt auf ungestümen Meeren. Amalias Liebe segelt mit ihm. Meere und Berge und Horizonte zwischen den Liebenden. Aber die Seelen treffen sich im Paradies der Liebe. Sie scheinen traurig, Herr Graf. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebendig. Was? Sie lieben eine andere? Sie glaubte mich tot und blieb treu dem Todgeglaubten. Sie hört mich wieder, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Auch heißt sie Amalia, wie sie, gnädiges Fräulein. Wie beneide ich jede Amalia? Eine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Ihre Liebe ist vereint, der verloren ist, und wird ewig niemals. Nein, sie wird im Himmel gelohnt. Meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Unglücklich? Und sie lieben? Unglücklich, weil sie mich liebt. Wie, wenn ich ein Totschläger wäre? Wie, wenn ihn ihr Geliebter für jeden Kuss ein Mord aufziehen könnte? Meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen. Ha, wie bin ich glücklich? Mein einziges, nicht weil ich nie Gott allein bin. Seine Seele ist fern von jedem blutigen Gedanken. Es ist Nacht und der Hauptmann ist noch nicht da. Kein Wort. Ihr redet vom Hauptmann? Er hat so seine Ohren unter uns herumlaufen. Hauptmann, sagst du? Wer hat ihn denn zum Hauptmann über uns gemacht? Oder hat er dich diesen Titel usurpiert, der von Rechts wegen mein ist? Ja, du bist mir der rechte Held. Ja, und ja, schon richtig drauf. Es soll anders werden. Wenn du bist, für was ich dich immer hielt. Mann, vergisst ihn. Gibt ihn halb verloren. Seine schwarze Stunde schlägt. Worin verstrickst du meine Seele? Ich habe mir gemerkt, wo er hinschlägt. Zwei Pistolen fehlen selten. Dann können wir... Schweizer! Spiegelberg! Da, Papier! Sei du Richter zwischen mir und dieser. Peterus hat dich ermorden wollen. Das hast du nicht getan. Ich habe es getan. Und es war nicht das Schlechteste, was ich getan habe. Ich verstehe. Ich verstehe. Die Blätter fallen von den Bäumen. Und mein Herbst ist gekommen. Schafft sie aus meinen Augen! Halt! Bald ist alles erfüllt. Ich habe mich selbst verloren, seit ich dort war.
Es ist alles so finster. Wenn's aus wäre, mit diesem letzten Atemzug, aber wofür der heiße Hunger nach Glückseligkeit? Wofür das Ideal einer unerreichten Vollkommenheit? Wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings den Weisen, dem Toren, den Feigen, dem Tapfern gleich macht. Es ist doch so eine göttliche Harmonie in der seelenlosen Natur. Warum sollte dieser Missklang in der Vernünftigen sein? Nein, nein, es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht glücklich gewesen. Glaubt ihr, ich werde zittern, ganz an meiner Erwürgten? Nein, ich werde nicht zittern. Zeit und Ewigkeit gekettet aneinander durch einen einzigen Moment krauser Schlüssel, der das Gefängnis des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufliegt, die Behausung der ewigen Nacht. Sag mir, wohin wirst du mich führen? Fremdes, nie umsegeltes Land. Nein, nein, ein Mann muss nicht straucheln. Die Außendinge sind nur der Anstrich des Mannes. Ich bin mein Himmel und meine Hölle. Sei wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme. Wenn du mir irgendeinen eingeäscherten Weltkreis allein ließest, wo die einsame Nacht und die ewige Wüste meine Aussichten sind, dann würde ich die schweigende Öde mit meinen Fantasien bevölkern und hätte die Ewigkeit zur Muße, das Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. Willst du mich durch immer neue Geburten und immer neue Schauplätze des Elends von Stufe zu Stufe zur Vernichtung führen? Kann ich denn nicht die Lebensfäden, die mir jenseits gebogen sind, so leicht zerreißen wie diesen? Du kannst mich so nicht machen! Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen! Soll ich aus Furcht eines qualvollen Todes sterben? Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? Nein. Ich will's dulden. Die Qual einer Armen!
will's vollenden. Hinab mit dem Bein, er hat genug gelebt. Und hinab war ich gestoßen. Und mein Sohn Franz schoss. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Solange ich 20 Stunden, ohne dass ein Menschenfußtritt je diese Einöde betreten hat. Endlich hörte ich die Tür aufgehen. Hermann brachte mir Brot und Wasser und erklärte mir, wie ich zum Tode des Hungers verurteilt gewesen, wie er sein Leben in Gefahr setzte, wenn es herauskäme, dass er mich speise. Aber ich lag gerecht, mein Karl, mein Karl. Es ist genug! Auf! Dies ist mein Vater! Vater, mein Hauptmann! Du hast zu befehlen! Räche meinen Vater! Großhauptmann! Wo, wie? Lies dir die Wörlichsten aus der Bande! Und führe sie geradewegs nach meines Bruders Schloss! Zerr ihn auf dem Bette, wenn er schläft! Aber ich schaffe es dir genau ein! Bring ihn mir nicht tot! Hast du verstanden, so geh! Verstanden, komm! Es ist ja noch nicht ausgemacht, ob das Vergangene nicht vergangen ist oder ein Auge findet droben über den Sternen. Wer raunte mir das ein? Rächet?
denn einer droben über den Sternen? Nein. Nein! Ja. Fürchterlich richtet einer über den Sternen. Entgegengehen dem Rächer über den Sternen diese Nacht noch. Nein, sag ich! Elender Schlupfwinkel, hinter dem sich deine Feigheit verstecken will! Übt. Einsam, taub ist's droben über den Sternen. Wenn's nun aber doch mehr wäre. Nein. Ist nicht. Ich befehle, es ist nicht. Wenn aber doch. Weh dir. Wenn's dir vorgezählt würde diese Nacht noch. Sterben. Warum packt mich das Wort so? Rechenschaft geben dem. Halt! Ist ein Sprung, der Kraft ist verschwunden. Geh! Lass alle Glocken läuten! Die Kirche soll alles beten für mich. So bet doch! Hör mich beten, Herr im Himmel. Ich bin kein gemeiner Mörder gewesen, mein Herrgott. Hab mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein Herrgott. Jetzt deine Gebete werden zu Sünde. Nein. Ich kann nicht beten, alles so öd, so verdorrt. Nein, ich will auch nicht beten, diesen Sieg soll der Himmel nicht haben, diesen Spott mir nicht antun, die Hölle. Sie dringen herauf. Was zag ich so vor dieser bohrenden Spitze? Rückzug!
an der Rache auf der Doppeltier liegen. Nein! Das soll nicht sein! Die Schandtat soll er mit sich in die Ewigkeit hinüberschleppen! Wofür habe ich ihn denn umgebracht? Jetzt wird mein Sohn gerichtet. Welcher? Was ist das für eine Frage? Nichts. Nichts. Ich habe einen Sohn gequält und dein Sohn musste mich wieder quälen. Karl, vergib mir. Er vergibt euch. Wenn es wert ist, euer Sohn zu heißen, er muss euch vergeben. Karl, ich bin es nicht wert, dass du mich Vater nennst. Jetzt muss es sein! Ach, wärst du meines Karls Vater. Und doch kann ich ihm denn seinen Sohn wiedergeben? Nein, ich will es nicht tun! Wie, Freund? Diesmal! Nur diesmal bleib ich aufrecht! Sag mal, warum zuckst du mich aus dem... Wie bin ich jetzt sein Segen? Vatersegen sagt, man gibt niemals verloren. Ich zerbrach die Ringe deines Turmes. Gib mir deinen Segen! Sei so glücklich, als du dich erbarmest. Denk, es sei Vaters Gruß. Und so will ich denken, ich grüße meinen Sohn. Du kannst auch weinen. Ich dachte, es sei Vaters Gruß. Wenn sie ihn jetzt brechen. Hauptmann! Hauptmann! Wir sind unschuldig! 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 Wer seid ihr? Was? Siehst du uns nicht? Kennst du uns doch? Erkennst du uns nicht? Wir sind deine Räuber, deine Kameraden. Verflucht seid ihr, wenn ihr mir getreu wart! Schweizer! Sie kommt nie wieder! So habt ihr meinen Bruder nicht gefunden? Gefunden! Tot gefunden! Dank, Lenker der Dinge! Erbarmung sei von nun an die Losung! Nun, wer hat das überstanden? Ihr, alles! Ich hab überstanden! Ich hab ihn ewig sein, ewig mein! Nein! Reißt sie mir vom Hals! Tötet sie! Tötet ihn! Mich, euch alles! Wohin? Was? Wie? Warum? Dein Fluch! Vater! Dein Fluch. Diese sind Räuber und Mörder. Dein Karl ist der Hauptmann. Thank you.
Magier, falls du den umarmest. Du zertrenn mich! Sie vergibt mir. Sie liebt mich. Rein bin ich. Das Frieden meiner Seele ist wiedergekommen. Amalia! Amalia! Räuber, denk an die böhmischen Wälder! Hörst du? An die böhmischen Wälder sollst du denken! Denk an deine Schwüre! Vergiss du die Wunden so bald! Hobst du nicht deine Hand zu machen? Schwör uns nie zu verlassen, wie wir dich nie verlassen haben! Du bist unser Opfer! Amalia, ja, für die Bande! Ich wollte umkehren, bis zu meinem Vater gehen, der im Himmel sprach, es soll nicht sein. Kann denn ein großer Sünder noch umkehren? Ich hätte es gleich wissen können. Aber so ist's ja recht. Ich wollte ja nicht, da er mich suchte. Nun, da ich ihn suche, will er mich. Was ist billiger? Er bedarf meiner ja nicht. Hat er Geschöpfe nicht die Fülle? Einen kann er so leicht missen. Dieser eine bin nun ich. Kommt, Kameraden. Halt! Räuber, lass erbarmen! Ich will ja nicht Liebe. Tod ist meine Bitte nur. Ich töte dich nicht! Wo sind deine hochfliegenden Pläne? Sind Seifenblasen?
Hasen gewesen. Ich wählte die Welt, durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrechtzuhalten. Ich nannte es Rache und Recht. Ich maßte mich an, um Vorsehung, die Scharten deines Schwertes auszuwetzen und deine Parteilichkeiten gut zu machen. Aber nun stehe ich am Rande eines entsetzlichen Lebens und erfahre, dass zwei Menschen wie ich den Bau der sittlichen Welt zugrunde richten würden. Dein Eigen allein ist die Rache. Du bedarfst nicht des Menschenhand. Freilich steht es nun in meiner Macht nicht mehr, die Vergangenheit einzuholen. Schon bleibt verdorben, was verdorben ist. Was ich gestürzt habe, steht ewig niemals mehr auf. Aber mir blieb doch etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesetze versöhne, die misshandelte Ordnung wiederum heilen kann. Diese bedarf eines Opfers. Eines Opfers, das ihre unverletzbare Majestät vor der ganzen Menschheit entfaltet. Dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muss für sie sterben. Er will sie umbringen! Meint ihr, eine Todsünde werde das Äquivalent gegen Todsünden sein? Man soll mich lebendig haben. Ich gehe, mich selbst in die Hände der Justiz zu übergeben. Halten Sie! Yes. Nicht, dass ich zweifelte. Sie werden mich zeitlich genug finden. Und sie werden mich auf der Flucht ereilen. Oder im Schlaf überrumpeln. Dann wäre mir auch das letzte Verdienst entwischt, dass ich mit Willen für sie gestorben bin. Lasst ihn! Er will sein Leben an eitle Bewunderung setzen. Man könnte mich drum bewundern. Ich erinnere mich, einen Mann mit 11 lebendigen Kindern gesprochen zu haben. Man hat 1000 Louisdor geboten, wenn den großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden.
alleine kann man es nicht machen. Deshalb darf ich erstmal der Valerie ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Vielen herzlichen Dank. Für Sie ist das eine, aber ihr habt es gespielt. Ohne euch ist Theater gar nichts.